In einer multikulturellen Gesellschaft werden Migrantinnen und Geflüchtete im Alltag immer wieder mit Hürden konfrontiert. Rassismus und Diskriminierung stehen auf der Tagesordnung. Heute sind wir in Bochum bei dem Projekt Samofa, was genau zu diesem Anlass eine Podiumsdiskussion ins Leben gerufen hat. Gemeinsam mit anderen Projekten und Fachkräften werden wir darüber diskutieren. Viel Spaß! Ja, ganz herzlich willkommen zur diesjährigen Samofa-Dialogkonferenz in den Räumlichkeiten der IFAK. Das Motto der diesjährigen Dialogkonferenz ist unterschiedliche Herkunft, gemeinsame Zukunft. In diesem Jahr können wir auf die Erfahrung von 5 Jahren intensiver Integrationsarbeit mit Geflüchteten zurückblicken. Wir alle können uns an die Situation von 2015 erinnern, als die Grenzen geöffnet wurden und viele Menschen den Weg in verschiedene Länder Europas gehen konnten. Wenn wir die vergangenen 5 Jahre Revue passieren lassen, können wir feststellen, wie wichtig die Arbeit der Migrantenorganisationen geworden ist. Und das Wichtigste, das können wir einhalten, das war immer das Motto, wir sprechen auf gleicher Augenhöhe. Und ich finde das ganz prima, dass Sie aus Politik auch gefolgt sind. Es geht um Sprachkurse, ja, um Förderung, Mehrsprachigkeit, auch um Begleitung bei verschiedenen medizinischen Angelegenheiten und für die Bürokratie, viel Informations- und Diskussionsveranstaltungen, Treffen. Für viele war die Flüchtlingsschutzkrise vor 5 Jahren auch Anlass, sich zu organisieren, wie etwa 10% der Bevölkerung in Deutschland damals und die meisten haben damals als bei Nachfragen gesagt, dass sie durchaus sehr motiviert sind, Menschen zu schützen, Flüchtlinge zu schützen, aus ethischen Grundsätzen, wie Menschen in Not zur Seite stehen, verbunden mit dem Wunsch, die Gesellschaft zu gestalten. Und bei Befragungen hat sich ergeben, dass es ihnen gut tut, zu helfen. Es entstehen positive Gefühle wie Nähe, Empathie. Guten Tag, mein Name ist Herr Kaba Bangali. Ich komme aus Guinea. Auch in dieser Zeit von Covid ist die Lage in Unterkünften gleich geblieben. Deswegen mussten wir nach Hilfe, Unterstützung und Solidarität fragen. Ich danke den Organisationen und auch alle, die hier gekommen sind. Ich möchte ja diese Zeit nutzen, und zwar, weil die Politiker ist hier, dass sie ein bisschen mehr Arbeitsplatz zum Beispiel fordern. Ja, und, weil ich habe viele Freunde durch soziales Netzwerk, habe ich viele Kommentare bekommen, und sie suchen immer Arbeit und sie konnten nicht. Teilen Sie die Auffassung, dass es das gibt? Und ich finde, dass wir diese Frage oder dass Sie diese Frage stellen müssen, ist schon problematisch. Also ich wundere mich immer wieder darüber, dass wir so viel darüber diskutieren, ob es strukturellen oder institutionellen Rassismus oder beides eben gibt. Und bemerke auch immer wieder, dass in der Öffentlichkeit eine Anerkennung dessen, dass es das gibt, noch nicht da ist. Und gerade in bürokratischen Strukturen und städtischen Institutionen, finde ich, tun sich diese schwer damit, das zu sehen, dass eine Gesellschaft wie diese mit Rassismus, mit struktureller Diskriminierung das zum Alltag gehört. Zum Beispiel, es ist ja so ein Phänomen, wenn jemand nicht akzentfrei und fließend Deutsch redet, dann spricht man ihm auch gewisse intellektuelle Fähigkeiten an. Also man wird behandelt wie ein Idiot. Mein Vorschlag ist da tatsächlich Allianzen zu bilden und Netzwerkstrukturen zu bilden und eine unabhängige Plattform zu organisieren, zu nutzen, in der man sich zu der gemeinsamen Arbeit auch an die Öffentlichkeit wenden kann. Die eben nicht, ja, Wahlen und Parteien sind schon auch was Gutes und Demokratie ohnehin was Tolles, aber unabhängig von Parteien einfach sich solidarisieren und sagen, wir haben ein gemeinschaftliches Anliegen und verdammt nochmal, es ist uns allen wichtig. Thank you.
Veranstaltung war sehr gut. Also die Leute haben sich für die Themen interessiert, waren diskussionsbereit, gesprächsbereit. Ich fand die Veranstaltung sehr, sehr gut, sehr spannend. Ja, das war eine gute Veranstaltung. Die Themen waren sehr gut. Die Leute, die Politiker waren auch dabei. Sie haben sich gut geäußert. Und ich habe mich auch gefreut über die Themen, besonders über diese Rassismus- und Diskriminierungsthemen, die Leute sich auseinandergesetzt haben und haben auch viel kommentiert. Und am Endeffekt haben sie entschieden, vielleicht ein Büro zu gründen. Ich bin total froh, heute hier gewesen zu sein. Ich habe das Gefühl, dass in dem Raum sehr viel Konsens zu einem sehr wichtigen Thema gewesen ist, was nicht unbedingt schlecht ist, wenn es um das Thema Antidiskriminierung und Rassismus geht. Ich hatte das Gefühl, aber aus unterschiedlichsten Bereichen nochmal sehr viel mitgenommen zu haben. Und ich bedanke mich eigentlich bei den Veranstaltern, der gerade hinter mir unter anderem steht. Und das war total krass. Ja, das ist eine spannende Frage, weil es eigentlich eher darum geht, wie man diese Barrierefreiheit in sämtlichen alltäglichen Bereichen herstellt. Das fängt beim Thema Sprache an, das geht weiter über das Thema Bildung, Schule, wie ist es möglich, eine Bildungskonzeption herzustellen, bei der eben nicht fehlende Sprachkompetenzen gleichgesetzt werden mit mangelnden intellektuellen akademischen Fähigkeiten. Das geht weiter über Arbeitsplatzsuche, Wohnungsmärkte, Freizeitgestaltung. Ja, die Jüdinnen sind sehr viele, sehr viele, sehr viele. Wie gesagt, ich gehöre an einen Verein, einen Migrantenverein, und wir beraten Leute, ne, und begleiten auch Leute zur Behörde. Erste Hürde ist die Sprache. Ne? Die Sprache ist schwer für die Leute, die kommen. Die müssen das lernen und die lernen, aber die kapieren nicht so gut, weil es gibt wenig Kontakte. Natürlich mit rechtlichen Hürden. Das ist ja das A und O. So, da dürfen wir uns auch nichts vormachen. Selbst wenn man die Auffassung vertritt, man muss politisch was machen, man muss was in den Köpfen der Menschen verändern und so weiter. Alles sehr wichtig, definitiv, gesellschaftspolitisch gesehen. Aber ich glaube, die größte Hürde und die wichtigste ist erstmal die rechtliche Seite. Ich finde das Thema interkulturelle Öffnung zum Beispiel ganz spannend. Ich würde daraus vielleicht so diskriminierungsfreie Stadt machen, das umformulieren und das ernst nehmen und dann wirklich auch ernsthaft sich damit beschäftigen, heißt Schulungen thematisieren und so die Errichtung eines Antidiskriminierungsbüros. Das ist übrigens eine Forderung, an der ich mich schon seit über 10 Jahren beteilige. Ja, die Stadt Bochum muss viel tun, ne? Muss viel tun. Das heißt, wie gesagt, muss man Programme, so Antidiskriminierungsprogramme machen in viele, viele verschiedene Behörden oder auch in der Schule oder auch in Gesellschaft. Es geht manchmal gar nicht so sehr darum, was die Stadt oder die Kommune im Speziellen auf politischer Ebene machen kann, sondern es geht eher darum, was die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt tun können. Und wenn wir uns mit dem Thema Diskriminierung, Rassismus, aber auch mit der Frage nach Gleichberechtigung und Chancengleichheit auseinandersetzen, dann muss es erstmal bei der Gesellschaft ankommen, dass bestimmte Veränderungsprozesse aus der Menschen, aus der Bevölkerung, aus der Menschenidee heraus entstehen, dass wir eben alle nicht unterschiedlich sein wollen. Und wenn ich einen Appell an meine Mitbürgerinnen und Mitbürger hinaussenden darf, dann, dass man eigentlich einander nur so behandelt, wie man selber gerne behandelt werden möchte. So einfach ist es. Die Veranstaltung zeigte uns, dass die Gesellschaft zusammen mit den Migrantinnen und Migranten einiges erreicht hat. Es wurden viele Menschen aufgenommen, die ihr Schutz und Hoffnung für die Zukunft gefunden haben. Es ist auch den Migrantenorganisationen zu verdanken, deren Beitrag zur Integration kaum zu unterschätzen ist. Für uns wurde erneut deutlich, dass es sinnvoll ist, mit Menschen direkt zu sprechen und nicht nur über sie, um ihre Bedürfnisse, die Entwicklungen der letzten Jahre und die damit verbundenen gesellschaftlichen Herausforderungen besser zu verstehen. Diese Herausforderungen sind vielseitig und reichen von Sprachdefiziten über Jobsuche bis hin zu Rassismus. So stellt sich zum Beispiel die Frage, wie lange Menschen mit Fluchterfahrung als Externe oder Fremde betrachtet
und ob sie nicht viel eher als Teil unserer Gesellschaft akzeptiert werden und eine gleiche gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht wird. Dafür müssen wir uns auch weiterhin kritisch mit der Diskriminierung von Migrantinnen und Migranten beschäftigen.